Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Bürgermeister, verehrte Ehrengäste, zunächst auch meinerseits einen schönen guten Abend. Ich darf mich ganz herzlich zunächst für die Einladung bedanken, durch den heutigen Abend zu führen. Und die Aufgabe besteht zunächst darin, Sie mit ein paar Hinweisen zu versehen, Herrn Professor Münkler zu begrüßen, das mache ich gleich ausführlicher, und im Anschluss nach seinem Ausflug ein bisschen durch den Abend zu führen. Und das bedeutet vor allem, dass es die Möglichkeit gibt, dass Sie Ihre Fragen und Anmerkungen auch zu dem Vortrag von Herrn Münkler und dem in der Tat auch großen Thema formulieren. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich zunächst die Gelegenheit nutzen, Herr Merle, Ihnen, aber auch den Vertreterinnen und Vertretern in der Gremien der Stadt Butzbach und der gesamten Bürgerschaft dieser Stadt zunächst als Externer ein Kompliment zu machen. Das, was sich in den letzten Jahren in Butzbach entwickelt hat, ist von außen betrachtet wirklich eine tolle Entwicklung für die Stadt und auch das, was in dieser Stadt passiert. Aber vor allem, und deswegen will ich das an den Anfang stellen, die Idee, die Sie hier in den letzten Monaten entwickelt haben, nicht nur auf die Tradition von Weidig zu verweisen, sondern diese Tradition auch zu nutzen über das Reallabor Demokratikum, konkrete, aktive Impulse für eine demokratische Gesellschaft zu setzen. Das nötigt mir als jemand, der das von außen betrachtet, wirklich großen Respekt ab und ist aus meiner Sicht beispielgebend für das, was eigentlich wir im Moment im Land und in der Gesellschaft brauchen. Solche aktiven Impulse. Und dazu kann ich zunächst, Herr Merle, Ihnen und allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, denen, die konzeptionell daran gedacht haben, unter anderem Dr. Sobert und viele andere, die in dieser Stadt mitgewirkt, wirklich ein großes Kompliment zu machen. Herzlichen Dank für diesen Impuls, der in Hessen ganz ausdrücklich wahrgenommen wird, deutlich über die Stadtgrenzen von Butzbach hinaus. Dazu zunächst ein großes Kompliment. Sehr, dass heute Abend auch ein Büchertisch vorbereitet ist, der Buchhandlung Bindernagel. Die meisten hier in Butzbach werden sie kennen. Ich musste mich ein bisschen erst vorbereiten, ich kannte sie nicht. Ich pflege sozusagen einen intensiven Kontakt zu den beiden kleinen Buchhandlungen in meiner Heimatgemeinde Lich. Aber es ist deswegen so erwähnenswert, weil das Buch ein ganz wesentlicher Träger von Information und Diskurs ist. Und gerade die kleinen Buchhandlungen, gerade in den kleineren und mittleren Städten, erfüllen deswegen eine sehr zentrale Funktion, Demokratie auch lebendig zu halten. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es möglich war, heute Abend diesen Büchertisch ja von Ihnen zu organisieren. Und wie ich weiß, hat Professor Münkler schon ein paar Exemplare seines Buchs signiert. Und ich habe gehört, es gibt die Bereitschaft, anschließend noch ein paar mehr zu signieren. Also nutzen Sie anschließend gerne die Gelegenheit, erstens die Buchhandlung zu unterstützen und zweitens sich ein signiertes Exemplar von Professor Münkler zu organisieren. Also herzlichen Dank nochmals dafür, dass Sie hier sind und uns unterstützen. Und damit zum eigentlichen Thema des Abends. Die Demokratie der Zukunft wird eine andere sein als die Demokratie der Gegenwart. Bliebe sie diese dieselbe, so hätte die Demokratie keine Zukunft. So die Einleitungssätze von Professor Münkler in seinem neuen Buch Die Zukunft der Demokratie. Und ja, es ist auf der einen Seite ein schwerer Stoff, mit dem sich Professor Münkler an dieser Stelle beschäftigt. Es ist aber auch zweitens ein leichter, weil er am letzten Endes den Kern der Art und Weise, wie wir zusammen leben und arbeiten wollen, berührt. Und deswegen ist es ein Thema, das am Ende alle beschäftigt und am Ende auch wirkungsmächtig erst über den Einsatz jedes Einzelnen wird. Deswegen freue ich mich sehr über die Gelegenheit, heute Abend mit Professor Münkler über die Zukunft der Demokratie zu diskutieren. Herr Friedrich Münkler ist ein echter Wetterauer.
ist in Friedberg geboren, hat dort auch die Augustinerschule besucht und anschließend studiert Germanistik, Politik und Philosophie, hat promoviert und seine Habil verfasst, hat sich intensiv mit Machiavelli beschäftigt, einem, sage ich mal, im demokratischen Diskurs durchaus auch strittigen Thema, wegen der vielen, sage ich mal, Konsequenzen, die man auch mit Machiavelli auch anders versieht. Er ist ganz ausdrücklich einer der Impulsgeber in Deutschland für viele Debatten. Nicht alleine rund um das Thema Demokratie. Seine Bestsellerliste, wenn man sozusagen will, auf der Spiegel-Bestsellerliste, aber das ist nicht das einzige Kriterium, aber es ist doch ein wichtiges inzwischen in Deutschland, ist unfassbar lang. Er hat immer wieder in seiner beruflichen Zeit große Impulse gesetzt für Debatten in der Bundesrepublik Deutschland und tut es mit diesem Buch ausdrücklich auch nach seiner aktiven Zeit als Professor an der Humboldt-Universität. Viele von Ihnen kennen viele Bücher, die Deutschen und ihre Mythen beispielsweise, ist eines der Standardwerke in der Republik. Aber mir ist es heute besonders eine Freude, Professor Münkler hier unter uns begrüßen zu können und mit ihm über ein Thema zu reden, das mich viele, viele Jahre beschäftigt hat, nämlich die Zukunft der Demokratie. Das ist ein extrem lesenswerter Beitrag und ein extrem lesenswertes Buch von Professor Münkler. Und umso mehr, Herr Münkler, freue ich mich, dass Sie jetzt uns erst einmal ein bisschen einführen, mitnehmen in Ihre Gedanken, wir danach in den Austausch kommen. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen und wir freuen uns jetzt sehr auf Ihre Ausführungen. Zeit meines Lebens hier in der Wetterau, aber auch im Hinblick auf das Thema gerne gefolgt bin. Und als, wie Sie gehört haben, gebürtiger Friedberger ist man schon ein bisschen neidisch auf die Entwicklung, die Butzbach sozusagen durch lange Zeit irgendwie am Rande des Wahrnehmungsfeldes lag und für die Entwicklung, die Butzbach in den letzten Jahren genommen hat. Das verbindet ein bisschen schon mit dem Thema, über das ich zu sprechen gedenke, nämlich über die Frage auch des Wurzelgrundes von Demokratie im Bereich der Kommunalpolitik, weil hier am ehesten beobachtbar ist, wie Absichten, Pläne, der lange Weg ihrer Umsetzung und dann das Ergebnis sich zueinander verhalten. Das ist hier sehr viel intensiver und dichter möglich, also im Bereich der kommunalen Politik, als auf der Ebene der Landes- oder gar der Bundespolitik, wo ganz andere Aspekte noch mit hereinspielen. Also wenn man über Demokratie spricht, dann wird man zunächst einmal vor allen Dingen über den Bereich nicht professionellen politischen Engagements nachdenken müssen, also dort, wo und kein Berufspolitiker wird, sondern Zeit, die man irgendwie zusammenschaffen kann, investiert. Demokratikum, also im weitesten Sinne ein Labor zum Ausprobieren von partizipativer Ordnung, wenn ich das mal so allgemein sagen darf, verspricht so etwas wie eine Aufbruchsstimmung. Ich werde aber zunächst einmal eher über die Risse im Haus der Demokratie sprechen, damit wir auf einer realistischen Grundlage, Sie haben ja gehört, ich habe mich da über Jahre mit Machiavelli als gewissermaßen meinem Gesprächspartner beschäftigt und würde sagen, was aus dieser Zeit vor allen Dingen geblieben ist, ist die Annahme,
wer etwas Vernünftiges denken will, muss zunächst einmal eine realistische Bestandsaufnahme machen. Und die ist sicherlich nicht besonders zuversichtlich, wenn wir in die Gegenwart hineinschauen. Denn man kann sagen, die Wahlbeteiligung ist in den letzten 2-3 Jahrzehnten kontinuierlich zurückgegangen, als gewissermaßen die Mindestanforderung an uns alle im Sinne demokratischer Partizipation in meiner politischen Sozialisation in den 60er Jahren waren jedenfalls bei Bundestagswahlen Wahlbeteiligungen von tendenziell 90% üblich. Daran ist heute nicht mehr zu denken. Auch die Mitgliedschaft der Parteien, über die man jetzt sagen kann, was man will, Mitgliedschaft von Parteien ist kontinuierlich erodiert. Sodass also eigentlich, wenn man Demokratie heute beschreibt, man verwiesen ist auf eine Theorie, die von Josef Schumpeter und Anthony Downs entwickelt worden ist, die man auch ökonomische Demokratietheorie nennt, die Demokratie eigentlich beschreibt als den Besuch eines Supermarktes, wo man sich umschaut, ob die Angebote noch da sind, die man das letzte Mal, also in der Regel vor 4 Jahren, präferiert hat. Und wenn man zufrieden war, tut man das wieder. Und wenn man unzufrieden ist, guckt man, gibt es andere Angebote. Und wenn man ganz unzufrieden ist, dann geht man wieder raus und sagt, hier gibt es ja überhaupt nichts. Das ist eine bittere Beschreibung eigentlich, weil sie den Eindruck erweckt, Demokratie verlangt von einem gar nicht viel ab, allenfalls den Weg in den Supermarkt, also die Besichtigung des politischen Angebots, die Evaluierung dessen unter dem Gesichtspunkt von Output. Taugt das was? Ja, wird. Ja, das ist auch ein Spruch, den man jetzt gerne in der Politik hört. Hat die Politik geliefert, ja. Und wenn sie nicht geliefert hat, dann ist man etwas missmutig. Und wenn sie geliefert hat, ist man vielleicht einigermaßen zufrieden. Das ist eine, wie mir scheint, fundamental falsche und irreführende Betrachtung der Demokratie, weil dabei die Input-Seite fehlt. Also das Erfordernis, dass die Leute gewissermaßen nicht nur schauen, kriegen wir dafür das, was wir wollen. Nicht? Und wenn wir es nicht wollen, dann sind wir unzufrieden. Die Input-Seite ist der berühmten Formulierung von John F. Kennedy, die Anforderung, man soll nicht nachdenken nur darüber, was das Land für einen selber tun kann, sondern was man für das Land tun kann seinerseits. Und das ist ja in dieser Beschreibung vom Supermarkt gar nicht dabei, sondern es wird unterstellt, dass das Angebot vorhanden ist. Man kann sagen, dass vielleicht oligarchische, von mir aus auch aristokratische, monarchische, ja, autoritäre, vielleicht sogar diktatorische Ordnungen ganz gut beschreibbar sind mit dem Modell des Angebots. Aber eigentlich nicht demokratische Ordnungen, die nämlich eine Zumutung sind an uns alle, zumindest so etwas wie politische Urteilskraft zu entwickeln, die uns in die Lage versetzt, die alternativen Möglichkeiten des Weitergehens in Augenschein zu nehmen und nicht nur geschmäcklerisch im Hinblick auf, ja okay, das ist mein spezielles Interesse, sondern auch, was heißt das für das Land oder die Stadt in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, das vernünftig abzuschätzen. Und das ist sicherlich am wenigsten komplex auf der kommunalen Ebene, so wie ich das vorhin beschrieben habe, sozusagen die Frage, war sehr vereinfacht, Altenheim und der Kindergarten, nicht? Für beides hat man womöglich nicht gleichzeitig Geld, man muss es gegebenenfalls sequenzieren.
Aber das ist überschaubar und gegebenenfalls guckt man sich nochmal die Statistik hinein, ist der Ort überaltert oder gibt es sozusagen viele Kinder, um von daher Hinweise zu finden, was präferiert werden kann. Sehr viel schwieriger wird das, je abstrakter die Fragen sind, je mehr Mitspieler dabei hereinspielen, je stärker auch strategische Überlegungen eine Rolle spielen. Aber gleichzeitig ändert das natürlich nichts daran, dass eigentlich die Wahlen zum Bundestag, sagen, die vornehmsten und weitreichendsten Wahlen sind. Und dass man auf dieser Ebene sehr viel mehr Urteilskraft aufbringen muss, um nicht denen zum Opfer zu fallen, die gewissermaßen mit den Stimmungen des Augenblicks Politik machen. Das heißt sozusagen populistischen Bewegungen im weitesten Sinne. Wenn man die etwas genauer definieren will, wird man wohl sagen müssen, das ist das Bespielen von Gestimmtheiten, Stimmungen, Alltagsauffassungen, die gerade bewogt sind, des Augenblicks. Aber Demokratie ist eigentlich ein Verfahren von mittlerer Reichweite. Dann die Zumutung, nicht nur für den eigenen Augenblick hinaus Präferenzen zu setzen, sondern zu überlegen, was das auf längere Sicht bedeutet, das abzuwägen und zu entscheiden. Das, denke ich, unterscheidet die neuzeitliche Demokratie, wie sie im späten 18. Jahrhundert dieser Form von den USA, vielleicht auch ein bisschen von den Engländern, aber wesentlich von den USA ausgegangen ist, von dem klassischen antiken Modell, wo sich halt die Bürger von Athen, in diesem Falle ist das Maskulinum eindeutig, die Frauen waren da nicht dran beteiligt, also die Bürger von Athen auf dem Nix versammelt haben und dann ist einer aufgetreten und hat eine Rede gehalten und ein anderer ist aufgetreten und hat seinerseits eine Rede gehalten. Und wer die bessere und geschicktere und vielleicht einschmeichendere Rede gehalten hat, der hat dann die Mehrheit bekommen und das Ganze ging relativ schnell über die Bühne. Hingegen die Demokratie, die wir kennen, also könnte auch sagen, der liberal-demokratische Rechtsstaat, der Schutz der individuellen Freiheit, die politische Partizipation und die Bindung des Ganzen an eine Verfassung. Eine Ordnung ist, die sich Zeit lässt. Es beginnt bei den drei Lesungen für Gesetze. Ich kann ja fragen, habe ich das beim ersten Mal richtig gelesen? Nein, diese drei Lesungen sind ein Modus der Entschleunigung mit dem Ziel der Optimierung von Entscheidungen. Entlang der Vorstellung, na, es kann ja sein, dass Sie sich das alles nochmal genau durch den Kopf gehen lassen und so weiter und so weiter. Aber auch im Hinblick darauf, dass es ja, so etwas wie ein Kontrollverfahren durch das Verfassungsgericht gibt. Auch auf Länderebene gibt es ja Verfassungsgerichte, die nochmal überprüfen, ob diese Entscheidung eigentlich mit den Grundlagen des Entscheidbaren übereinstimmt. Also Demokratie als die Kombination, technisch gesprochen in meinem Fach, von Deliberation und Dezision oder einfacher gesagt von Beratschlagen und Entscheiden. Und dieser Prozess des Beratschlagens ist nicht nur bedacht im Hinblick auf die Optimierung der Entscheidung, die dann getroffen wird, worüber ich im Augenblick gesprochen habe, nicht? Dann muss man nochmal nachdenken, und vielleicht ist das nicht bedacht und jenes nicht bedacht. Also auf das Ergebnis, sondern das ist das Spezifische einer Demokratie, die Effekte wirken auch zurück auf diejenigen, die beraten, die in diesen Prozess eingebunden werden, die dabei eben gerade keine Konsumisten sind oder Consumer, sondern die unter dem Druck stehen, die Verantwortung zu spüren, die sie, auch wenn sie vielleicht nur ein kleiner Anteil sind,
Einer der Witze über die Demokratie besteht ja darin, dass man gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Weg zum Wahllokal von einem Auto erfasst und tödlich und zu Tode kommt, nicht? Tödlich verletzt wird, ist größer in einem großen Land, nicht bei der Kommunalwahl, als dass die Abgabe der eigenen Stimme tatsächlich Effekte für den Ausgang der Wahl hat. Denkst du, dass also man sagen könnte, ein rationaler Nutzenmaximierer bleibt lieber zu Hause an diesem Tag, geht da nicht hin, um die Risiken seines Lebens in Grenzen zu halten? Und könnte man sagen allerdings, wenn er dann konsequent ist, wird er sowieso sterben, weil er ja auch dann auch nicht einkaufen gehen kann oder sonst irgendwas. Also, so betrachtet ist es vielleicht doch sinnvoll, das Risiko des Wahlgangs auf sich zu nehmen. Nein, es geht aber vor allen Dingen darum, dass durch die Teilhabe am Prozess der Beratschlagung und am Vorgang der Entscheidung man sich selber verändert. Oder das, was in dem Buch eine zentrale Rolle spielt, man an politischer Urteilskraft gewinnt. Und das ist offenbar die riskante Unterstellung einer Demokratie, nämlich, dass diejenigen, die entscheiden, auch politische Urteilskraft haben. Das ist keineswegs selbstverständlich. Und von Plato bis zu einigen Autoren, die heute auftreten, gibt es eigentlich eine Tendenz zu sagen, lasst uns doch in einen neuen Elitismus, bei Platon sind das die Philosophen, die die Macht übernehmen sollen, weil er unterstellt, die wissen am ehesten Bescheid, was erfordert ist und was vernünftig ist. Der Elitismus heute würde sagen, na dann machen wir gewissermaßen den Einfluss auf politische Entscheidungen von irgendwelchen Bildungsniveaus abhängig. Bayern hatten das bei den Beratungen über die Errichtung einer Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg mal so gesagt, wie sie gesagt haben, naja gut, wer einen Hauptschulabschluss hat, hat eine Stimme. Wer hat schon Abschluss 2, Abitur 3, Staatsexamen 4, Promotion 5, Habilitation 6. Hätte ich jetzt mal zunächst mal von meiner persönlichen Situation nichts dagegen. Und das Ganze wird nochmal multipliziert mit der Zahl der Kinder, die man hat. Ja, da steckt so schon eine gewisse Überlegung dahinter. Ja, also die Leute müssen in irgendeiner Weise denkfähig sein. Das wird in einer nicht besonders überzeugenden Weise an Bildungsabschlüsse geknüpft. Das würde ich zweifelhaft stellen. Aber andererseits natürlich eine Diskussion, die wir heute gegenwärtig immer wieder haben. In welcher Weise bringt man diejenigen ins Spiel, die die Zukunft vertreten, nicht? Also diejenigen, die so jetzt Augenblick oder als Last Generation oder was auch immer von sich reden machen, nicht? Und sozusagen diese Vorstellung der Multiplikation mit der Kinderzahl bringt gewissermaßen den Eltern, die viele Kinder haben, ein zusätzliches Gewicht. Ob das allerdings überzeugend korreliert, viele Kinder zu haben mit politischer Urteilskraft, das kann man auch in Frage stellen. Das Beispiel zeigt aber, dass eigentlich immer darüber nachgedacht worden ist, was für eine ungeheure Zumutung das ist, one man, one vote. Ich meine, ich habe oft genug in Friedberg im Wahllokal gesessen nicht, und gedacht, okay, eigentlich könnte man den, vor allen Dingen waren es Männer, von der Wahl ausschließen, weil er erkennbar besoffen ist. Aber das hat man natürlich dann doch nicht gemacht und so weiter und so weiter. Aber als da noch mit Wahlmaschinen gearbeitet wurde, nicht, das ist sozusagen das Klingeln der Wahlmaschine, war der Ton der Egalität, den man da gehört hat. Wo ist er richtig drin? Das ist eine Zumutung. Und im Ernst ist es eine Zumutung an uns alle, die darauf hinausläuft, zu sagen, Demokratie ist letzten Endes ein ausgesprochen riskantes Verfahren, politische Entscheidungen zu treffen. Eine politische Ordnung, die sehr viel mehr auf Risiko gestellt ist, als das bei Aristokratien, Oligarchien und was auch immer der Fall ist, weil sie unterstellt,
eine Bürgerschaft, die bereit ist, sich diesem Prozess der Ausbildung von politischer Urteilskraft, der Abwägung auch der eigenen Interessen, versucht sozusagen seine Interessen in irgendeiner Weise mit dem, was man vorsichtig vielleicht als Gemeinwohl bezeichnen kann, zur Deckung zu bringen, weil sie all das abverlangt. Wenn man, um diese Seitenbemerkung von gerade nochmal aufzugreifen, an den Populismus denkt, oder sagen wir mal, um es besonders drastisch vor Augen zu führen, den Umstand, wie viele in den USA Donald Trump gewählt haben, dann kann man sagen, naja, da ist nicht sehr viel Urteilskraft im Spiel gewesen, sondern Erich Fromm würde sagen, eine gehörige Portion Sadomasochismus. Also die Bereitschaft, sich von einem dann auch noch hinterher verspotten zu lassen, durch den Kakao ziehen zu lassen und so weiter und so weiter. Demokratie ist also nicht nur, das sicherlich auch, gefährdet durch diejenigen, die ihre expliziten Feinde sind, also die Attraktivität, die im Augenblick autoritäre, vielleicht autoritär-autokratische und autoritär-technokratische Ordnungen bei den Eliten der Länder, die man früher mal als Dritte Welt bezeichnet hat, einnimmt, sondern sie ist auch bedroht durch innere Feinde, gar keine Frage. Sagen, es gibt ganz zweifellos so etwas wie eine fünfte Kolonne von autoritären Akteuren auch hierzulande. Aber wesentlich, Feinde kann man halt identifizieren und dann in irgendeiner Weise geeignet in Schach halten. Wesentlich ist sie bedroht durch die Gleichgültigkeit der Bürger, die eigentlich als Demokraten aufgefordert sind, sich zu engagieren. Und da kann man schlecht was dagegen machen. So Feinde kann man abwehren, kann man identifizieren. Nicht? Aber sozusagen die Vergleichgültigung dessen, das Überziehen des liberal-demokratischen Rechtsstaats mit ganz eigentümlichen Anforderungen, was will man dagegen machen? Zumal dann, wenn die Betreffenden, da meine Frau eine Professur in Dresden hat, haben wir auch in Dresden Wohnung, haben wir auch gelegentlich montags eigentümliche Aufzüge da selbst beobachtet, die dann auftreten, wir sind das Volk, mit diesem Spruch, der in Opposition zu einem tatsächlich diktatorischen Regime eine griffige Oppositionsform gewesen ist. Aber was soll das in der Demokratie bedeuten, außer einer Frechheit? Sozusagen, wir paar Hansel erheben den Anspruch, die eigentlichen Entscheider zu sein. Also nicht, dass das Volk entscheidend ist, will ich damit sagen, sondern dass die Bürgerinnen und Bürger sich darauf eingelassen haben, in diesem, wie ich gesagt habe, auf lange Zeit angelegten Prozess des Beratschlagens teilzunehmen und sich dabei auch selber zu verändern. Also nicht gleich zu bleiben, sondern sich permanent in Frage zu stellen, in Frage stellen zu lassen und dabei möglicherweise, jedenfalls ist das die demokratische Grundintuition, mehr Urteilskraft aufzubauen, als sie vorher hatten. Ich glaube, dass die Bundesrepublik, in der ich ja von 51 Jahren groß geworden bin oder mit der ich groß geworden bin, entgegenkommende Voraussetzungen hatte, die vieles leicht gemacht haben. Also die Formel des Schweizer Journalisten Fritz René Allemann, der für paradigmatisch war, Bonn ist nicht Weimar, bringt das zum Ausdruck. Was sagt er damit? Letzten Endes,
Ja, diese Bundesrepublik hatte das Glück, auf einer langen Prosperitätswelle, im sogenannten Kondratjew-Zyklus, zu schwimmen. Man kann sagen, er war wesentlich fordistisch, also durch eine bestimmte Form der Industrieproduktion, die auch Massenkonsum ermöglicht hat, begründet. Und die ist ausgelaufen, das ist keine Frage. Sagen, Silicon Valley steht sozusagen für einen anderen Zyklus. Und da muss ich erst noch zeigen, ob der diese großzügigen Effekte hinsichtlich der Förderung von sozialem Zusammenhalt, auch einer gewissen, nicht so großen sozialen Spreizung der Gesellschaft, ein Durchschnittseinkommen, das vertretbar ist, im Hinblick auf Abweichungseffekte haben wird. Ich kann daran zweifeln. Die letzten 20 Jahre sind sozioökonomisch Jahre des aus sich Auseinanderentwickelns. Wir haben das in mancher Hinsicht sozusagen für selbstverständlich gehalten, haben darüber nicht weiter nachgedacht. Und deswegen kam auch gewissermaßen die letzten Endes sträflich naive Formulierung auf oder Vorstellung auf, Demokratie und Wohlstand gehen Hand in Hand miteinander. Also Wohlstand und Demokratie kommen sozusagen in zwei Twister daher, und wo Demokratie ist, ist Wohlstand, also sind wir Demokraten. Das war ganz hilfreich für die Deutschen nach 1945, sozusagen sich mit der Demokratie anzufreunden. Aber bei Lichte betrachtet ist das keineswegs selbstverständlich. Nicht? Und wenn die Leute irgendwo in Afrika oder Zentralasien sich überlegen, wollen wir einen demokratischen Weg gehen oder eher den technokratisch-autokratischen Weg der Chinesen, dann haben zurzeit nach allen sozialwissenschaftlichen Indikatoren, die zur Verfügung stehen, die Chinesen die Nase vorn. Sozusagen, sie muten den Leuten nicht zu, bestimmte Werte einzuhalten. Sie muten ihnen nicht zu, eine vitale Zivilgesellschaft zu entwickeln, und sie muten ihnen auch nicht zu, einen funktionierenden, nicht korrumpierbaren Rechtsstaat aufzubauen. Eigentlich sagen sie, ihr könnt sozusagen als Elitenherrschaft so weitermachen, wie ihr müsst nur euch überlegen, wie ihr das irgendwie begründet. Und wir geben euch dann ein bisschen Geld, und dass ihr da auf diese Weise auf Dauer verschuldet und von uns abhängig werdet im Rahmen unserer neue Seitenstraßenstrategie, darüber reden wir jetzt nicht. Also, was sind die Voraussetzungen dafür, dass Demokratie auch bestehen bleibt, dann, wenn diese entgegenkommenden Verhältnisse so nicht mehr gegeben sind? Oder anders gesagt, wie kann man dafür sorgen, dass diese politische Urteilskraft nicht nur eine kontrafaktische Unterstellung, wir unterstellen das mal, aber wir wissen nichts gar nicht, ist, sondern dass es ein Fundamentum in der Sache ist. Und das ist vielleicht der abschließende Punkt, den ich hier vortragen möchte. Man muss darüber nachdenken, über zweierlei, nämlich erstens, wie man wieder mehr Leute in die Politik, in das Geschäft hineinbringen. Und zweitens, wie man gleichzeitig dafür sorgt, dass sie eben nicht nur das als eine wunderbare Gelegenheit, Sozialkapital aufzubauen und breitbeinig durchs Dorf zu gehen, begreifen, sondern dass sie tatsächlich an ihrer Urteilskraft arbeiten. Ja, und deswegen habe ich mich da auf zwei Vorschläge eingelassen, bei denen ich mir selber natürlich nicht nie sicher bin, ob das wirklich wirkt, aber die vielleicht interessant sind, bedacht zu werden. Der erste Vorschlag ist, sozusagen ganz elegant an dem, an das angelehnt, was Stärken der direkten Demokratie heißt. Also Volksabstimmung, Sitz und derlei mehr. Aber gleich sozusagen mit der Klammer versehen, hey, diktatorische Regime haben gerne mit Plebisziten gearbeitet. Also die Nazis etwa, es ist eine ganze Reihe von Plebisziten,
wieso eher Akklamation gegenüber der autoritären Elite darstellen. Heißt, von sich selber ist das Plebiszit eigentlich gar kein Mechanismus der Erzwingung von Urteilskraft. Sondern das wird es erst dann, wenn bestimmte Probleme ins Zentrum treten. Und da kann man vielleicht ein bisschen von der Schweiz lernen, wo ja besser auf die kommunale Ebene hin immer wieder Volksabstimmungen stattfinden. Zu nicht einfachen Fragen. Mein Kollege Ricklin, der eine Zeit lang Rektor in St. Gallen war, irgendwann mal gesagt, wollten sie, glaube ich, ein neues Hörsaalgebäude errichten für ihre Universität, dann müsse er mit seinen Plänen vors Volk. Ja, vors Volk. Das heißt sozusagen, er muss dafür eine Mehrheit bekommen. Das heißt, er muss das begründen, warum diese Ausgabe wichtig ist. Man kann vielleicht eine Rolle spielen, dass man nicht möchte, dass die Kinder des Kantons zu der Zwinglianischen Universität Zürich gehen, weil da ein ganz anderer konfessioneller Geist herrscht. Oder man könnte vielleicht sagen, naja, die sind auf Zukunft gesehen gute Steuerzahler. Die möchte man im eigenen Laden behalten, im eigenen Kanton und nicht abwandern sehen. Was auch immer. Nicht? Sozusagen, man muss das begründen, warum es sinnvoll ist, das zu machen. Und wenn sich dann vielleicht nur 30% der Wahlberechtigten daran beteiligen, sich auf diese Argumentation einzulassen, sich überzeugen zu lassen oder nicht überzeugen zu lassen, dann heißt das, dass diese 30% in ganz anderer Weise in einen Prozess der politischen Reflexion eingetreten sind, als wenn sie über irgendwelche Fragen abstimmen, die sie gar nicht überschauen. Für mich als Berliner ist dabei die Volksabstimmung über das Tempelhofer Feld ein wirklich gutes Beispiel, nicht? Wo vor allen Dingen halt die Tempelhofer zur Abstimmung gegangen sind, in den Randbezirken sind weniger zur Abstimmung gegangen und wir haben also dann gesagt, okay, dieser ehemalige Flughafen, der darf nicht gebaut werden. Und was daraus geworden ist, ist so eine Hundekacke-Abwurfanlage. Und bald darauf war klar, wir haben ein Problem mit dem niedrigen Mietangebot in der Stadt. Eigentlich brauchen wir Bauland. Und was man da hatte, war infrastrukturell prima angebunden. U-Bahn, Kanalisation und so weiter und so weiter. Man hätte also, wenn das Abgeordnetenhaus nur das entschieden hätte, hätte man sagen können, na gut, das war dummes Zeug, was wir damals gemacht haben, wir revidieren die Entscheidung. Ein Plebiszit hat einen gewissen Heiligkeitscharakter. Es geht nicht, dass wir das von jetzt auf gleich wiederholen. Und so ist gewissermaßen eine unbedachte Entscheidung, bei der im Prinzip jeder, der ein bisschen drüber nachgedacht hatte, hätte sagen können, das machen wir nicht und wir legen das nicht auf quasi anderthalb Jahrzehnte mindestens fest. Seine unbedachte Entscheidung steht jetzt quer. Das heißt, man muss bei Plebisziten, wenn man sie in diesem, wenn Sie so wollen, demokratiepädagogischen Sinne einsetzt, sehr genau überlegen, wo ist es sinnvoll, wo ist es möglich, das zu machen, um diesen Prozess des Involviertseins ins Nachdenken in Gang zu bringen. Das ist das eine. Und das andere abschließend sind die Probleme, die man, naja, also in der hessischen Sprache meiner hessischen Heimat formuliert, mit den Dummschwätzern an Ecken stehen hat. Also, wie soll ich sagen, der universalisierte Stammtisch des Internets, in dem einige alles wissen, vor allen Dingen alles besser wissen, aber nie für das, was sie dann so behaupten, verantwortlich agieren müssen. Wie kann man das herstellen, nicht? Dass auf der einen Seite die Entscheidung den Bürgern und Bürgerinnen übertragen ist, aber auf der anderen Seite die nicht wie eine Herde reagieren, sondern als darüber nachdenkende Individuen. Und es sind
der Politikwissenschaft seit längerem diskutiert, etwas, was im Anschluss an den antiken Philosophen Aristoteles sich so darstellt, dass er gesagt hat, die Wahl ist eigentlich ein aristokratisches Bestellungsverfahren, weil sie in Ansehung der Person erfolgt. Sie ist nicht egalitär. Wohingegen das Los oder der Würfel ein radikal egalitäres Verfahren ist. Und wie wäre es denn, wenn man jetzt vielleicht nicht in der Frage der Bundespolitik, sondern auf der kommunalen Ebene sagt, gut, wir haben hier sozusagen eine Population von vielleicht 20.000 Wahlberechtigten. Und aus denen losen wir 300 Leute aus oder auch vielleicht nur 200. Und stellen ihnen ein Problem anheim. Also sagen wir mal das Problem Kindergarten oder Altersheim. Ja, sehr überschaubare Frage. Und die müssen das dann ausdiskutieren, beratschlagen miteinander und eine Entscheidung treffen. Aber die müssen sie dann gegenüber der Bevölkerung auch begründen. Und wenn man diese Leute so auswählt mit dem Los, dann muss auch klar sein, das ist ein Verfahren ungefähr wie das der Bestellung von Schöffen. Kann man dann nicht sagen, nö, ich glaube doch nicht. Man weiß, was der Würfel da gewollt hat. Ich wollte der bestimmt nicht, das ist ein Irrtum. Sondern dann ist klar, dann muss er oder sie auch einrücken. Das heißt sozusagen, er oder sie müssen spüren, was die Ernsthaftigkeit dieses politischen Prozesses Demokratie dann auch wirklich bedeutet. Dann müssen sich daran beteiligen. Und ich glaube, dass so mancher, der, oder um korrekt zu sein, mancher oder manche, schlechte Sprache ist in diesem Zusammenhang ja durchaus angezeigt, die sonst relativ leicht die Klappe aufreißt und alles besser weiß, dann, wenn sie gewissermaßen unter der Drohung des Würfelwurfs steht, dann kannst du mal zeigen, was du wirklich drauf hast, sich das noch einmal gut überlegen wird. Nicht? Und dass daraus dieser Respekt vor politischen Entscheidungen, Beratschlagungsprozessen entsteht, der nach meinem Dafürhalten eine Grundvoraussetzung für das dauerhafte Funktionieren von Demokratien ist. Abschließende Bemerkung. Schaut man, ich hatte in der Humboldt-Universität, aber in Frankfurt an der Goethe auch schon, politische Theorie und Ideengeschichte wesentlich zu vertreten. Also sozusagen politisches Denken von Platon und Thukydides bis in unsere Tage hinein. Und da muss man sich schon auch mit dem Problem beschäftigen, dass diese auf bürgerschaftliche Partizipation begründete Ordnung, die wir so für die Demokratie entdeuten, von der Gruppe gehört das eigentlich bürgerpartizipative Ordnung rein, dass es die immer wieder gegeben hat und dass sie untergegangen sind nach einiger Zeit. Sie sind vielleicht untergegangen, weil sie mächtige Feinde hatten, aber vor allen Dingen sind sie untergegangen, weil es einer zunehmend größer werdenden Gruppe von Bürgern, da muss man nicht geschlechterneutrale Sprache sprechen, da ist zwar tendenziell nur Männer, denen es zunehmend lästig wurde, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen, für die man Zeit und Geld aufwenden musste und auch noch Risiken eingegangen ist, wenn man unterlegen ist. Nicht? Dann haben die immer mehr sich zurückgezogen und das den Eliten oder den Experten oder wem auch immer überlassen. Mit der Vorstellung, na, dadurch wird unser Leben doch einfacher. Wir könnten mehr Zeit ins Geld verdienen stecken oder mehr Zeit in die Freizeit oder in die Pflege von welchen Beziehungen auch immer. Aber hinterher haben sie sich gewundert darüber, dass sie in einer Knechtschaft angekommen sind. Und dieser Weg zu einer bürgerpartizipativen Ordnung in einer, ja, im weiteren Sinne, oligarchische, autoritäre Ordnung hat Etienne de la Boétie
der Freund Montaignes als Servitude volontaire, freiwillige Knechtschaft, bezeichnet. Und diese freiwillige Knechtschaft ist die eigentliche Bedrohung von Demokratie, auch und gerade wieder in unseren Tagen. Und darüber nachzudenken, glaube ich, lohnt sich, und das ist so etwas, was auch vermutlich im Demokratikum eine gute Rolle spielen kann. Vielen Dank. Ja.